Ich will zu der Oase, die richtig in der Mitte drin ist. Denn dort gibt's auch noch was zu finden. Lauf, 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 lauf. So, jetzt sind wir mitten in der Einsamkeit. Nichts außer uns, dem Himmel über uns und dem Sand unter unseren Füßen. Und in dieser Einsamkeit ist der Glaube an einen Gott entstanden. Nicht wie in allen anderen Religionen, viele Götter, nein. Hier entstand der Glaube an einen Gott, an Jahwe. Und der entwickelte sich weiter dann zum christlichen Glauben und schließlich zum islamischen Glauben. Letztendlich ist es alles ein Gott, der da abgearbeitet wird. Und alles entstand hier, unter den Sternen der Wüste. Damit man nicht irre wird, brauchte man jemanden, mit dem man reden konnte. Oh! Untote. Und ich glaube, das da hinten, was sich da so aufbäumt, das ist der Tempel. Da wollte ich doch noch gar nicht hin. Gehen wir erstmal in die Richtung. Da ist ja diese Oase, zu der ich wollte. So. Ja, mit Rennen ist jetzt nicht mehr viel, leider. Was soll's? Okay. So, wie weit ist es noch? Gleich sind wir da. Ich muss bloß gucken, dass wir hier nicht aus Versehen... Na, mal gucken, ob das überhaupt der richtige Ort ist. Ich bin mir nicht sicher. Nun denn. Wo ist die Oase? Wo ist die verdammte Oase? Ich verdurste hier. Nächster davon ist bloß ein Ogerbau, den will ich eigentlich nicht. Mist, wo ist denn die? Bin ich denn blöd? Die war doch hier irgendwo. Verdammt. Ich glaube, das ist die da. Ist die da oder die da. Okay, dann gehen wir halt wieder nach Osten. Gen Ben-Erei. Das heben wir uns dann für später auf mit der Oase. Dann wird das eben nichts jetzt. Dann müssen wir das eben später machen. Dooferweise haben wir jetzt keine Ausdauer mehr. Das heißt, wir müssen schleichen. So, um den Tempel von Bensala machen wir jetzt aber erstmal einen Bogen, denn wir gehen erstmal nach Bensala selbst, bevor wir in den Tempel da reingehen. So, ja, so viel zum Thema im Bogen drumrum machen. Wir laufen genau drauf zu. Okay. Dann würde ich sagen, let's slash some zombies. Attacke! So. Jetzt geht's dir an den Kragen. Und dir auch noch. Ich find's ein bisschen blöd, dass die Zombies einfach nur so ein paar wandelnde, vertrocknete Gestalten sind, die halt mit Knüppeln um sich schlagen. Das ist ein bisschen blöde. Da hätte man mehr draus machen können. Ich fand die Zombies in Gothic 2 unglaublich geil, die dann immer so übelst schreiend abgetreten sind, die dann immer so einen markerschütternden Todesschrei von sich gelassen haben und dann halt auch eher zombie-mäßig angekommen sind. Die waren richtig cool. Auch wenn sie natürlich ganz schön nerven konnten, wenn sie in großer Zahl da waren und dann rumgeschrien haben. Aber wer Harpyien gewohnt war, der konnte auch das aushalten. Harpyien waren immer in Gothic 2 das Nervigste überhaupt eigentlich. Dieses... Das war schon irgendwie... Das hat sich so eingehämmert in den Kopf. Das ist... Weiß auch nicht. So, noch ein paar Sandcrawler für zwischendurch. Man will ja nicht aus der Übung kommen, ne? Zack, jawohl. Immerhin schon mal ein Treffer. Und ab jetzt ist er auch verwundbar. Das ist gut. Na, ich habe gesagt, ab jetzt bist du verwundbar. Dann halt dich auch bitte dran. Okay. So, ja, Sandcrawler sind ja kein Problem mehr für uns. Da haben wir ja nun mittlerweile genug Erfahrung mitgesammelt, mit den Biestern. Oh, wir sind getroffen worden. Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich, oder? So. Na, verdammt. Stirb, stirb, stirb.
Der sieht aus, als ob er noch lebt hier vorne. Die setzen sich immer so cool hin dann, wenn sie sterben. Ach, den haben wir gleich so nebenbei noch mit erwischt. Wir sind so gefährlich, dass selbst wenn wir unser Schwert nur ausschwingen lassen, die Leute sterben dabei. Komm schon, stirb! Stirb, stirb, stirb! Gut, essen. Wunderbar, weiter. Diese Fahnen sind übrigens die Wegmarkierungen, damit man auf dem Weg bleiben kann. Und da steht dann auch freundlicherweise immer so ein Wasserfass mit rum, damit man nicht verdurstet. Finde ich auch so ein paar schöne Details, auch wenn man es hier halt nicht braucht, wirklich. Ich weiß übrigens auch nicht, was diese Hitzeresistenz bewirkt, beziehungsweise was die Hitze mit einem anstellt hier so genau. Wir tragen jetzt ja sowieso eine Rüstung, wo Schutz vor Hitze irgendwie mit drauf ist. Ich habe aber keine Ahnung, was es an den Statuswerten ändert und ich werde es auch nie herausfinden, weil ich mich nicht für Statuswerte interessiere. Ich spiele ein Spiel, um es zu genießen und nicht, um mich in Statuswerte zu vertiefen. So, jetzt sind wir auch gleich da. Müsste jeden Moment hier die Stadtmauer auftauchen. Oder Dorfmauer, besser gesagt. Denn Bensala ist nicht mehr als ein kleines Bergdorf. Ach, wie weit ist es noch? Stille umfing die Welt. Doch sie war nur ein Vorgeschmack, die Ruhe vor dem Sturm. Vor dem Krieg gegen die Toten, die nicht ruhen wollten. So. Zack, machen wir dich da weg. Wunderbar. So. Und dich auch noch ausgeschaltet. Mir fällt gerade ein, weil wir ja schon bei Asaru waren, ich müsste mal gucken, was ich überhaupt für eine Aufgabe mit Asaru hatte für Maris. Wäre ja auch noch was ich erzählen könnte. Ich werde so ein bisschen zum Märchenonkel, wenn ich hier in Marant bin. Einfach weil es mir hier so gut gefällt und weil ich so viele Geschichten zu erzählen habe darüber. So, hier sieht es ja nicht so vorteilhaft aus, würde ich sagen. Schauen wir mal. Lebt hier noch jemand? Hallo? Nicht so? Aber wir haben schon mal ein Bett zum Schlafen gefunden, das ist gut. Ja, da lebt noch jemand. Auch keiner? Ja, aber so gut steht's um das Dorf dann nicht mehr, ne? Bensala ist übrigens... Ach, jetzt schlafen sie alle, deshalb. Bensala ist übrigens das Schmiededorf der Assassinen. Dieses Dorf fördert einerseits das Eisenerz gleich hier oben in der Mine, die jetzt von Untoten besetzt ist. Und hier werden Waffen hergestellt. Und deswegen haben wir hier auch diese schöne Esse, die eigentlich genauso aussieht wie die in Praga. Naja, egal. Jedenfalls können wir hier dann auch lustige Sachen uns kaufen. Okay. Jetzt ist ja aber... Hallo, mal aufgestanden hier. Was willst du? Der Hahn hat schon längst gekräht. Bist du auch überfallen worden? Naja, nein. Ich bin überfallen worden. Ach was. Aber ich konnte mich in die Stadt retten. Das sehe ich. Armes kleines Huschel. Was hast du jetzt vor? Na, ich bleibe hier. Ich habe bereits mit Julio gesprochen. Er sagte, ich kann bleiben. Ach, mir fällt gerade ein, wie wir in Benerei noch an Rufpunkte kommen können. Wir haben doch die Sache da mit diesem Erzrohling gehabt. Vielleicht gibt's dafür noch in Benerei dann Punkte. Das könnte sein. Können wir handeln? Ich bin untröstlich, Vater der Geschäfte. Aber diese plündernden Nomaden haben mich ausgeraubt. Ja, ja, immer wir. Und dann waren da plötzlich diese Untoten. Es war schrecklich. Sie haben alle gekämpft und da bin ich schnell abgehauen. Komm zur Sache. Wenn du ein tapferer Mann bist, dann bring mir meine Waren zurück. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Gut, Plündergut, neuer Auftrag. Gut, was sind das für Waren? Es sind 8 Kisten. Ich glaube, ich habe meinen Namen darauf geschrieben. Sie haben mich vor der Stadt auf dem Weg überfallen. Hätten es nicht auch ein paar Kisten weniger sein können? Ich habe keine Ahnung, wo die sind übrigens. Das müssen wir dann irgendwie durch Try and Error herausfinden oder so. Gut, mit Dolak reden wir gleich noch. Ich will erstmal die Menschen abhandeln. Was willst du? Bist du gekommen, um hier zu plündern? Da kommst du zu spät. Was ist los? Seit die Untoten da sind, treiben sich Plünderer in der Gegend herum. Also was willst du? Ich bin nur ein Tourist, ich will mich nur ein bisschen umschauen.
Ich bin hier, um gegen die Untoten zu kämpfen. Wenn das wahr ist, bist du ein mutiger Mann. Wenn du eine Waffe brauchst, lass es mich wissen. Und sprich mit Darrow. Wenn einer den Überblick hat, dann er. Jo, machen wir auch noch. Ja, hier, genau. Kann ich dir helfen? Dieses kleine Problem mit den Untoten hat unsere Arbeit zum Erliegen gebracht. Die meisten Schmiede sind tot und ich brauche mehr Stahl. Stahl also? Ja, die Lieferungen aus den Stollen. Du willst helfen? Dann bring mir 6 Kisten Stahl. Und noch mehr Kisten sammeln, das machen wir doch sehr gerne. Bring mir was über das Schmieden bei. Wir können ja zumindest mal gucken. Was quatscht denn der Ork da hinten? Okay, schwere Rüstung, ja gut. Brauche ich jetzt nicht unbedingt derzeit. Wie schärfe ich meine Klinge? Das machen wir aber mal. Weil einfach wir dadurch auf jede Waffe noch einen zusätzlichen Bonus draufzaubern können. Dazu bist du noch nicht bereit. Nein! Gut, dann lassen wir es. Vielleicht kriegen wir irgendwie mal so Schmiedepunkte so nebenbei mit zugesteckt. Oder vielleicht haben wir auch irgendwann einfach mal Lernpunkte so dermaßen über, dass wir das dann machen können. Jetzt jedenfalls erstmal nicht. Okay. Blutschilf. Gut, hey Darrow. Was treibt dich an diesen verfluchten Ort? Ich habe gehört, du bist der Mann mit dem Überblick. Wie ist die Situation? Die meisten Kämpfer dieser Stadt sind gefallen. Und der feige Rest hat sich aus dem Staub gemacht. Was ist mit dir? Ich komme aus Ben Erai. Als wir erfahren haben, was hier los ist, sind wir hergeeilt. Und was hast du vor? Es gab bereits genug Tote. Ich werde das Leben meiner Männer nicht für einen Angriff aufs Spiel setzen. Wir schützen die Stadt, solange wir können. Das ist unsere Aufgabe. Na, das wird euch ja wahnsinnig weiterbringen. Was kann ich tun? Ich habe ein paar Männer den Berg hinaufgeschickt. Sie kamen nicht zurück. Geh und sieh nach, ob noch jemand lebt. Über die Stollen sind sie auch hergefallen. Die Sklaven hatten keine Chance. Also bereite dich vor, damit du eine Chance hast. Wenn ich dir noch etwas zeigen kann, lass es mich wissen. Er will seine Männer nicht opfern für so einen Kram, aber schickt dann einfach welche in die Stollen rein und zum Sterben, natürlich. Ich sehe mir mal die Stollen an. Es gibt 2 Stollen im Berg. Einer liegt direkt hinter der Stadt, der andere liegt weiter im Osten. Und pass auf dich auf. Was nun, im Osten oder im Südwesten? Könnt ihr euch nicht entscheiden so richtig? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Okay, gucken wir mal. 2 Waffenkampf natürlich wieder. Können wir aber immer noch nicht lernen, weil wir nicht genug Jagdgeschick haben, blöderweise. Ich werde mir mal den Berg vornehmen. Dann sei vorsichtig, Sohn des Mutes. Und achte auf meine Speer. Ja, wir versuchen es dann erstmal mit... Ein räudiges Biest. Was? Hallo? Darrow? Da geht er mit seinem Moonwalk davon. Tschüss. Gut, reden wir noch mit dem hier und dann gehen wir ihm mal hinterher. Julio! Da bezahlt man jahrelang Tribut an Zuben und was ist? Ein paar Kerle, die sich für ganz schlau halten, öffnen den großen Tempel. Sie öffnen den großen Tempel und beschwören damit Belias Zorn über uns alle herauf. Jetzt kann ich bis an mein Lebensende Tribut zahlen, um aus dieser Scheiße wieder rauszukommen. Verzeih meine Aufgebrachtheit, Sohn des Mutes, aber diese Sache nimmt mich ziemlich mit. Das ist mir gerade aufgefallen. Kann ich mit dir handeln? Warum nicht? Bevor wir sterben, können wir wenigstens noch ein paar Geschäfte machen. Wenn dich das erfüllt, mein kleiner fetter Freund. Was ist hier eigentlich genau passiert? Basir war es. Dieser Sohn eines Diebes hat den Tempel geöffnet. Einfach so? Er hatte 5 Schlüssel. Nur Beliar weiß, wo er die aufgetrieben hat. Er wollte das göttliche Artefakt und versprach den Männern Schätze. In ihren Augen funkelte die Gier. Aber am Ende hat Basir sie alle betrogen. Basir, also. Kommt euch der Name bekannt vor? Den haben wir bereits getroffen. Erzähl mehr von Basir. Er zahlt einen hohen Preis für das göttliche Artefakt. Alle, die den Tempel betraten, sind tot. Er selbst ist auf und davon. Doch sein Geschäft ist noch nicht abgeschlossen. Beliar ist zornig. Du meinst... Ja, Basir hat den Tod verdient. Oh ja, sehr, sehr gern. Das Geschäft mit Basir, darum können wir uns noch kümmern. Sobald wir hier einen Teleportstein für Bensala gefunden haben, mache ich das auf der Stelle. Wie kann ich helfen? Hört euch das an! Er schlägt sich zu uns durch und fragt, wie er helfen kann. Das ist der Mut eines Mannes, der keine Gefahr fürchtet. So spricht ein wahrer Held. So ist es. Schon gut, komm zur Sache. Ich bitte dich, rette meine Stadt. Erschlage die Untoten. Tu, was immer notwendig ist und befreie uns von diesem Fluch. Na schön. Und sprich mit Darrow.
Er wird dir bestimmt mehr sagen können. Aber da ist noch eine wichtige Sache. Ein Geschäft, das mir anvertraut worden ist. Die Rettung von Bensala. Dann erzähl uns mal von dem Geschäft. Erzähl mir von diesem Geschäft. Wir haben 10 Erzrohlinge bekommen. Eine Lieferung von den Orks. Sie waren eigentlich für Ishtar bestimmt. Doch sie sind gestohlen worden. Aber ich weiß, wer der Dieb ist und ich will, dass er für sein schändliches Tun bestraft wird. Er soll unter Inos sengendem Fluch verdursten. Die Geier sollen ihm die Augen heraushacken. Ja, ja, schon klar. Ich mach das. Wer ist der Kerl? So gut. Einer unserer eigenen Männer. Dieser Verräter soll Belias rasender Zorn ihn ereilen. Ja, das haben wir schon gehört, als wir in Bennerei waren. Auch da war es Sugut und hat einen Erzrohling liegen lassen. Weißt du, wo Sugut stecken könnte? Er hat die Stadt Richtung Ben Erai verlassen. Und er war nicht allein. So? Er war nicht allein? Da war noch ein anderer Kerl bei ihm. Aber ich konnte nicht erkennen, wer es war. Aber wenn du ihn findest, dann lass ihn auch für seinen Fehler bezahlen. Erstmal muss ich ihn finden. Natürlich, natürlich. Das werden wir irgendwie später noch aufklären müssen, wie wir da weiterkommen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Was ist mit den Erzrohlingen? Wenn du sie findest, nimm sie an dich. Bewahre sie auf und bring sie nach Ishtar. Ja, wenn's weiter nichts ist. Ich komme einfach so nach Ishtar rein. Kein Ding. Zeig mir deine Ware. So, hier ist auch überhaupt nichts Besonderes. Eine leere Flasche. Ja, super. Die brauche ich unbedingt. Eine Flasche mit Wasser hätte ich noch verstanden, aber eine leere Flasche, naja.